Handys, Laptops, Kameras, Staubsauger, Zahnbürsten, Autos, fast jedes Gerät braucht Batterien. Doch Batterien werden alt, ihre Leistungsfähigkeit sinkt. Und diese alten Akkus, die landen oft in Schubladen oder im Restmüll. Das ist gefährlich, weil Batterien explodieren können. Und das wertvolle Lithium in den modernen Batterien, das wird nicht wiederverwertet. Das liegt auch daran, dass es bei uns kein Unternehmen gibt, das Lithium-Akkus recyceln kann. Die EU-Kommission will jetzt die Wiederverwertung von Batterien gesetzlich vorschreiben, berichtet Benedikt Feichtner aus Brüssel. Das EU-Parlament in Straßburg, Mitte September. Es ist einer der wichtigsten Tage im EU-Kalender. Keiner der rund 700 Abgeordneten will fehlen, wenn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Rede zur Lage der Union hält. Bei dieser jährlichen Tradition werden die größten Herausforderungen und potenzielle Krisen der Zukunft skizziert. Sie spricht vom Krieg in der Ukraine, von den explodierenden Energiepreisen, um dann ein weniger beachtetes Problem anzusprechen. Heute kontrolliert China den Markt, fast 90%. 90% der seltenen Erden und 60% des Lithiums werden in China verarbeitet. Es geht um Metalle, die für den Umstieg auf die E-Mobilität unabdingbar sind. Der Zugang zu Rohstoffen ist entscheidend für den Erfolg unserer Transformation zu einer nachhaltigen und digitalen Wirtschaft. Lithium und seltene Erden werden bald wichtiger sein als Öl und Gas. Die Antwort der EU auf das Rohstoffproblem lautet Kreislaufwirtschaft. Hier im belgischen Hoboken steht eine Pilotanlage des Recycling-Spezialisten Umicore. Pro Jahr können 7000 Tonnen Lithium verarbeitet werden. Das sind 35.000 Elektroautobatterien. Die Pilotanlage ist die erste ihrer Art. Dennoch sind Anlagen wie diese eine Seltenheit. Finanziell zahlt sich der aufwendige Prozess nicht aus. Es ist eine Investition in die Zukunft. Gerade in der aktuellen geopolitischen Situation ist das natürlich extrem wichtig, inwieweit wir uns über Recycling auch unabhängiger machen können von Rohstoffimporten aus teilweise schwierigen Regionen. Die drei wichtigsten Rohstoffe zur Batterieherstellung kommen nicht aus Europa. Kobalt kommt aus Australien oder dem afrikanischen Kongo. Lithium, das leichteste Metall der Erde, wird vor allem in den Salzseen der südamerikanischen Anden gefördert und in China verarbeitet. Und bei Nickel ist Europa auf Importe aus Australien oder Russland angewiesen. Noch sind es vor allem Smartphone- und Laptop-Batterien, die hier landen. Aber bereits 2030 sollen weltweit 85% der Batterien in Elektroautos verbaut sein. Ohne Recycling erfüllt das Elektrofahrzeug nicht sein Kernziel, nämlich ein nachhaltiges Produkt zu sein mit einem Beitrag zur Verbesserung der Klimaziele. Weil Recycling hilft uns ja nicht nur bei der Versorgungssicherheit, also dem sicheren Zugriff auf Metalle hier in Europa. Es hat natürlich einen erheblich geringeren ökologischen Fußabdruck als der Bergbau. Die EU-Kommission in Brüssel sieht in dem drohenden Lithiummangel eine der größten Herausforderungen des kommenden Jahrzehnts. Lithiumabbau in Europa, das ist schon möglich, doch es ist sehr teuer und belastet die Umwelt massiv. Stattdessen plant die EU-Kommission nun eine neue Batterieverordnung. Die Verhandlungen mit dem EU-Parlament und den Mitgliedstaaten sind auf der Zielgeraden. ECO sind die wichtigsten Details bereits bekannt. Die EU setzt auf Kreislaufwirtschaft mit verpflichtenden Recyclingzielen. Bis 2030 müssen 70% der Batterien in Smartphones oder Laptops gesammelt und recycelt werden. Und immerhin knapp die Hälfte aller E-Scooter- oder E-Bike-Batterien. Alle in der EU hergestellten Batterien müssen außerdem eine bestimmte Menge an recycelten Metallen verwenden. Gelten sollen die ersten Maßnahmen ab 2025. Für den Batteriespezialisten Emilios Orfanos dauert das zu lange. Andere Staaten seien weit voraus, während in der EU eine Gesetzgebung aus dem Jahr 2006 gilt, als von Lithiumbatterien noch keine Rede war. Es könnte Jahre dauern, bis die Übergangsfristen enden. Das ist viel zu spät. China und die USA haben ihre Regeln 2016 und 2017 angepasst. Und die EU will sich noch bis 2025 Zeit lassen.
Die Zeit drängt. Bereits in wenigen Jahren sollen neue Verbrennerautos nicht mehr verkauft werden dürfen. E-Autos, E-Bikes oder E-Scooter sind die Zukunft. Kein Wunder, dass es kaum einen anderen Wirtschaftsbereich gibt, der in den vergangenen Jahren so rasant gewachsen ist, wie der Markt für Batterien und wiederaufladbare Akkus. Doch die Folgen sind nur wenigen bewusst. Already there are batteries piling up. In den Lagerhäusern stapeln sich bereits die Batterien und warten darauf, recycelt zu werden. Das ist sehr gefährlich. Wir müssen unsere Recyclingkapazitäten massiv erhöhen. Aber auch die Lager- und Sortieranlagen müssen ausgebaut werden. Wir haben heute bereits Probleme mit einigen Dutzend Tonnen Batterien. Und bald werden es Zehntausende Tonnen sein. Ein Problem, das man beim Lager- und Sortierunternehmen Sortbat nur zu gut kennt. Hier werden Batterien noch per Hand sortiert. Die klassischen Haushaltsbatterien machen rund die Hälfte der Batterien aus. Haushaltsbatterien werden häufiger gesammelt, sind leichter zu recyceln und dadurch finanziell lukrativ. Doch die Zukunft sei das nicht. So der Geschäftsführer von Sortbat. Das liegt am rasanten Anstieg der Lithium-Ionen-Batterien aus E-Autos. Wir bauen unsere Kapazitäten aus und ändern unsere Prozesse, denn diese neuen Batterien sind größer und vor allem auch gefährlicher. Das Hauptproblem sei die Zugänglichkeit. Batterien und Akkus sind selten austauschbar und können nur von Fachleuten entnommen werden. Für Konsumentinnen und Konsumenten ist dadurch ein neues Gerät oft billiger als eine neue Batterie. Das trifft häufig auch auf Elektroautos zu. Laut Entwurf werden die neuen EU-Regeln vieles ändern. Künftig müssen Batterien, etwa in Smartphones, Laptops oder E-Scootern, sicher und einfach ausgetauscht werden können. Und zwar von den Konsumenten selbst. Dazu kommen verpflichtende Leistungsanforderungen und ein CO2-Label, damit der ökologische Fußabdruck einer Batterie sofort ersichtlich ist. Große Smartphone-Hersteller würden ihre Produkte in der EU also nur verkaufen dürfen, wenn ihre Akkus austauschbar sind. Erst dann wird sich das Recycling von Lithium-Batterien auch wirtschaftlich lohnen, meinen die Recyclingfirmen. Aber kann sich die Branche überhaupt schnell genug auf die neue Situation einstellen? Laut Sortbat braucht es EU-weit mindestens 300 solcher Anlagen und mit ihrem Bau müsste jetzt begonnen werden. Die Umstellung auf Lithium-Batterien ist eine enorme Herausforderung. Batterien von E- und Hybridautos sind die Zukunft. Wir rechnen damit, dass ihre Zahl in 10 Jahren um das 25-fache steigen wird. Metalle wie Lithium sind für die grüne Wende unerlässlich. Aber der Ukraine-Krieg hat gezeigt, dass sich die EU nicht auf Rohstoffimporte aus Drittstaaten verlassen kann. Richtiges Sammeln und Recyceln wäre ein wichtiger Beitrag, um nicht in eine neue Abhängigkeit zu schlittern.